Also ich denke, der Sprengstoff und die Risiken für die Eurozone sind relativ hoch, weil die EZB einerseits Unsicherheit bringt und versucht, alles krampfhaft zusammenzuhalten, aber die anderen, also die Politiker, die Länderchefs, nicht so genau wissen, was sie wirklich wollen, nicht wissen, wie sie die Eurozone oder Europa zusammenhalten wollen, beziehungsweise sie nicht wissen, was wirklich das Geschäftsmodell Europas ist. Und das bekommt auch die Bevölkerung mit. Und diese Unsicherheit, die sowohl sich in der Innenpolitik niederschlägt, als auch in den Außengrenzen, die führt dann zu solchen Reaktionen wie bei den Briten. Dann schottet man sich lieber ab, weil man nicht weiß, ob die da in Brüssel das alles hinbekommen. Und deswegen ist es eine ganz große Herausforderung, das Geschäftsmodell Europa tatsächlich auch wieder zu konstruieren. Und was bedeutet das nun für den Kapitalmarkt? Denn in den vergangenen Jahren war ja kein Ausblick von Ihnen zu vernehmen, ohne dass Sie auch auf die EZB geschaut hätten. Meist sehr intensiv sogar. Für 2017 wirken Sie da zurückhaltender, der Blick eher pragmatisch. Wenn man Ihre Prognose nimmt, steigende Inflation, könnte der Blick doch versöhnlich sein. Das klingt doch fast nach steigenden Zinsen. Wir haben tatsächlich steigende Zinsen am langen Ende, aber das hat nichts mit der EZB zu tun. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mir steigende Zinsen per se wünsche. Ich würde mir eher wünschen, dass die EZB weniger interveniert und die Märkte machen lässt. Und tatsächlich habe ich mich in diesem Jahr entschieden, nicht normativ an die Dinge heranzugehen, sondern einfach nur als Analyst zu gucken, was sind die Fakten und was ist wahrscheinlich. Also Zinserhöhung erst am langen Ende, das heißt, im nächsten Jahr wird alles noch so bleiben, wie es ist. Niedrigzins, das Umfeld, was viele Anleger fürchten, wie gehen Sie damit um? Nein, es wird alles ganz anders werden, weil wenn das lange Ende steigt und das kurze Ende niedrig bleibt, wird die Zinsstrukturkurve viel, viel steiler. Erste Banken haben auch schon angekündigt, dass die Baufinanzierung, die ja üblicherweise langfristig ist, schon wieder etwas steigt. Und wenn man sehr knapp finanziert hat, dann macht es einen Unterschied, ob man 0,8 oder 1,2% zahlt. Also der Anstieg der Zinsen am langen Ende wird das Bewusstsein ändern. In welcher Hinsicht? Dass Zinsen auch wieder steigen können, und dass es nicht immer alles, noch billiger wird. Aus der Geldpolitik hat man in den vergangenen Wochen sehr Unterschiedliches gehört. Da dachte Yves Mersch, der Chefvolkswirt der EZB, über schädliche Nebenwirkungen nach. Bei Draghi klingt das ganz anders. Was steckt dahinter? Das ist der Grund, warum ich die Risiken und Nebenwirkungen der EZB nicht mehr ansprechen muss. Das macht die EZB jetzt selbst und bereitet tatsächlich die Welt, die Marktteilnehmer und die Bevölkerung mittelfristig auf ein Ende ihrer expansiven Geldpolitik vor. Und die Erfahrung in den USA hat gelehrt, dass man das sehr behutsam machen muss, ansonsten hat man einen Kollaps am Rentenmarkt. Und das war der erste Versuch zu testen, wie die Märkte reagieren. Und die Erkenntnis, dass es Nebenwirkungen hat und dass die EZB das auch artikuliert, das finde ich sehr gut. Sie sagen, ein Inflationsziel von unter, jedoch nahe 2% sei nicht nötig. Die Bundesbank zum Beispiel sieht das anders. Von dort heißt es, eine Abkehr davon würde die Märkte zu stark verunsichern. Für Sie kein Argument? Also ich bin der Meinung, dass Inflation immer eine Belastung ist für diejenigen, die gläubiger sind oder im banalen Fall gesprochen, die Sparer. Wenn man Schuldner ist, das ist Inflation was Gutes. Also man sollte bei der Inflation nicht so normativ rangehen. Man sollte sehen, wer zahlt und wer ist Gewinner. Und bei 2% Inflation und keinen Zinsen, dann gibt es nun mal auch Verlierer und deswegen bin ich der Meinung, 2% Inflation zu erzielen um jeden Preis, dann ist der Preis zu hoch.